Berlin-Friedrichsfelde, Sozialistenfriedhof. Rote Nelken für die ermordeten Kommunistenführer. In Berlin erinnern tausende Menschen an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die Liebknecht-Luxemburg-Demonstration findet jährlich um das Datum ihres Todestages am 2. Januarwochenende in Berlin statt und verläuft vom Frankfurter Tor bis zur Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde. Gegenüber ein Gedenkstein. Der Stein soll eine Ergänzung der Gedenkstätte sein. In der Geschichte des Sozialismus hat es Verirrungen in die Unmenschlichkeit gegeben. Viele, auch solche, die treu zu den Ideen des Sozialismus standen, haben darunter gelitten.